Wir sind jetzt Besitzer eines Restaurants in Epic Chef. Und damit herzlich willkommen zurück zu gleichnamigem Spiel. Weil ich schon Epic Chef gesagt habe, wollte ich es nicht nochmal sagen. Wir gehen jetzt weiter. Wieder, unser Geist ist ja verschwunden, passt ganz gut, dann sind wir jetzt endlich wieder alleine hier. Wir gehen jetzt zum Restaurant und sprechen mit Mitriel. Ich bin schon wahnsinnig gespannt darauf. Oh, mein Piepmatz braucht bald mal was zu essen. Ich bin schon wahnsinnig gespannt darauf, was man im Restaurant alles machen kann. Ob das jetzt wirklich nur so eine kleine Sache ist, so nach dem Motto, ja, hier ist ein Restaurant, das besitzt du jetzt, geh arbeiten, aber mehr auch nicht. Kann ja sein. Das ist halt wirklich nur so, als hätte man ein Restaurant in diesem Spiel, als würde man einen Sinn haben, dieses ganze Kochen zu machen, weil man dann eben die Leute verköstigen kann, aber es nicht wirklich mehr bringt. Kann ja sein. Nee, glaube ich aber tatsächlich nicht. Also ich gehe fest davon aus, dass das Restaurant wirklich etwas ist, bei dem wir größere Sachen machen können. Zumindest hoffe ich das auf jeden Fall. Und ja, dann gucken wir einfach mal, ob das schon geht. Darf ich schon rein in mein Restaurant? Ich darf rein. Ich bin so mega gespannt. So, wie sieht mein Restaurant aus? Das ist ja voll popelig, Steph. WC. Oh, WC. Erstmal aufs Klo gehen. Ich kann meine Klamotten weg. Ich habe Wechselklamotten auf der Toilette. Wer hätte das gedacht? Naja, gut. Was? Magazin? Revolution? Okay, mein Ruf liegt bei null. Warum denn? Ich bin doch schon berüchtigt in dieser Stadt. Als der Koch, der Ratten zubereitet. Nee, ernsthaft. Wird uns wahrscheinlich hier auf Dauer irgendwie wichtig sein. Und da ist Mitriel. Ich glaube, ich sollte mit ihr reden, ne? Zum Geschäftlichen kommen. Wie ich sehe, hast du dich endlich entschieden, unser Geschäft mit deiner Anwesenheit zu segnen. Die Entschuldigung. Dass ich nicht sofort, nachdem ich gewonnen habe, an die Arbeit gegangen bin. Braucht mal ein bisschen Pause, ja? Wow, der Ort hier ist größer als erwartet. Das Gebäude ist teilweise in den Fels gearbeitet. Das Restaurant hat Potenzial, braucht aber beträchtlich Investitionen. Ein paar grundlegende Sachen habe ich bereitgestellt. Mehr aber auch nicht. Ich will keine Schulden machen, um dein Geschäft zu finanzieren. Hey, ich weiß das zu schätzen. Was brauchen wir, damit es richtig läuft? Für den Anfang sollten wir einen besseren Namen finden. Bicornio ist mit viel negativem Ballast verbunden. Wir brauchen einen echten Neuanfang. Hast du irgendwelche Vorschläge? Der Name eines Restaurants sollte kraftvoll sein und das Vorhaben verdeutlichen. Donald Trump. Ja, dann ist das Restaurant auf jeden Fall schon mal zum Scheitern verurteilt, oder? Hier dürfen dann aber auch wirklich nur Republikaner essen. Hacksteak oder sowas. Wie die Transzendenz, das beste Restaurant der Stadt, geführt von den Festomanten-Geschwistern. Sie kreieren Essen mit Magie, die Gerichte übernatürlich macht. Jedes Essen in ihrem Lokal wird zu einer unvergesslichen Erfahrung. Oder das Makellos, geführt von Anzashi, der nyarianischen Meisterköchin. Sie ist stolz auf die tadellose Perfektion ihrer jahrtausendealten Tradition. Verstehe. Ein Name, der beispielgebend für das ist, was wir hier machen. Genau. Anschaulich, knapp und kraftvoll. Das, was wir hier machen. Bullshit? Entschuldigung, aber es ist ja, ich bin jetzt nicht unbedingt gerade der seriöseste Let's Player. Deswegen passt das ja eigentlich ganz schön gut. Und ich wette, hier gibt es irgendwann auch mal die Möglichkeit, die Kuhscheiße zu verarbeiten, zu essen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Für irgendjemanden müssen wir das machen. Ich hab's, glaube ich. Warum nennen wir es nicht Restaurant? Warum stecken wir uns nicht gleich Holzsplitter unter die Fingernägel? Okay, fang du schon mal an. Hey, er ist anschaulich, weil, naja, schau, es ist ein Restaurant und ich heiße Zest. Wenn wir der Logik folgen, würde die Höhle des Blöden auch Sinn machen. Hey, du musst nicht so hart mit dir selbst umgehen. Oh, hast es ja mal gegeben, ne? Vergessen wir den Namen erstmal. Wir müssen uns erst um die Grundlagen kümmern. Ich habe einige Pläne. Du musst mindestens zwei Kundentische bauen und ein Gericht dem Menü nahe des Eingangs hinzufügen, indem du mit einem fertigen Gericht im Inventar interagierst und es dort ziehst. Nee, dorthin zest. Verstanden? Nicht ziehst, sondern zest. Okay,
die Grundlage des Restaurants kennen. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal, ich muss ein Essen zubereiten und je besser unsere Gerichte werden, umso besser wird auch der Ruf unseres Restaurants, würde ich mir zumindest vorstellen. Nur sitzen kann hier aktuell keiner, ist ein Stehrestaurant. Gut, ist Corona-Zeit, darf man wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt immer sitzen, ne? Oh, ich habe einen leichten Schnupfen. Der Kleine hat schon wieder eine Erkältung mit aus der Kita gebracht. Der ist schon dreimal erkältet gewesen, seit er in der Kita ist. Das ist echt zum Frustrieren. Aber es geht mir trotzdem einigermaßen gut. Ich hoffe, ihr könnt nur das leichte Näseln... Okay, mein Mikrofon hat was dagegen. Ich hoffe, ihr könnt das leichte Näseln akzeptieren. Ich habe gerade keinen Hunger. Ich muss erst eine Aktivität machen. Ach so. Ja, du sollst kochen. Ich bereite etwas Fantastisches zu. Ich habe nur... Ja, nicht wirklich die besten Zutaten. Warte mal, was können wir denn hier mit unserem Rinderhack machen? Mit Fisch harmoniert es gut. Was? Rinderhack und Fisch? Hä? Das hat doch gar keinen Sinn. Guck mal, hier steht doch eindeutig irgendwas Meeresmäßiges. Gut, es könnte auch mit Algen harmonieren, aber ganz ehrlich? Gut, wir machen erst die Karotte rein, dann den Hummer? Die Krabbe, sage ich. Hummer. Karotte, Krabbe und dann Hack. Mal gucken, ob das was wird. Ich bin gespannt. Es duftet auf jeden Fall schon mal ganz schön toll. Ah, so. Dann kommt der Hummer. Nein, es ist kein Hummer, es ist eine Krabbe. Ich habe jetzt übrigens auch Raclette gegessen am Wochenende. Da habe ich auch kleine Nordseekräppchen. Alter, sind die teuer. Aber die müssen ja von Hand gepult werden, ne? Deswegen sind die so teuer. Was haben die, glaube ich, 70 Euro das Kilo haben die gekostet, die Krabben. Ich glaube, ich hatte keine Soße mehr, sonst hätte ich noch eine Soße drauf geklatscht. Es ist Karottentatar und Pfefferscheren in Rinderbrühe. Das ist unser Hauptgericht heute, oder? Ich würde mal sagen, das passt. Doch. Definitiv. Also kein Restaurant bietet Fisch mit Fleisch zusätzlich an. Hier werden nur die besten Reste verwertet. Wir sind ein nachhaltiges Restaurant. Wir sorgen dafür, dass das, was andere Leute wegschmeißen, bei uns auf den Teller kommt. Ja, nachhaltiger geht's doch gar nicht. So, hier, genau. Karottentatar und Pfefferscheren in Rinderbrühe. Ich finde, das sieht lecker aus. So. Das können wir jetzt dreimal machen, oder wie? Ich gucke mal vorsichtshalber ganz kurz hier auf die Liste. Die Grundlagen des Restaurants kennenlernen, zwei Gästetische bauen und der Speisekarte ein Gericht hinzufügen. Okay, das heißt, jetzt geht als erstes hier die Tische noch zu bauen. Gut. Ich weiß nicht, ob ich genügend Material dazu habe. Dekoration. Hier, da, Restaurant. Holzplanken. Ich brauche 6 Holzplanken. Die muss ich mir erstmal holen. Ich hab's nämlich nicht dabei. Ne. Okay, 6 Holzplanken holen. Alles, Dudi. Mach ich. Ja, also es scheint doch größer zu sein, als man denkt. Also hier offensichtlich haben wir jetzt hier eine Situation, in der wir auch eine größere Aufgabe, was das Kochen an sich angeht. Ups, warte mal ganz kurz. Was das Kochen an sich angeht, eine größere Funktion gefunden haben. Denn tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das Kochen an sich war schon eine coole Sache. Und das auch mit den Punkten und so weiter und das Aufleveln. Aber es fehlte das gewisse Etwas. Und genau das haben wir jetzt gekriegt. Wir haben ein eigenes Restaurant und können jetzt wirklich mehr Sachen kombinieren. Es stand sogar in den Kommentaren drin. Toffi, hast du eigentlich mittlerweile... kochst du eigentlich generell oder experimentierst du rum? Oder siehst du da keinen Sinn drin? Zumindest habe ich die Frage so verstanden. Und tatsächlich habe ich bisher keinen wirklichen Sinn darin gesehen, Sachen miteinander zu kombinieren und rauszufinden, wie neue Rezepte gehen, weil es nicht wirklich viel gebracht hat. Also hatte ich zumindest das Gefühl. Oh, warte mal, hier ganz viel Milch. Ganz viel Milch. Erstmal hier ins Lager packen. Wo habe ich denn meine Holzplanken? Da vorne. Okay, gut. Ja, also ich habe bis jetzt nicht wirklich Sinn darin gesehen, hier groß zu experimentieren. Tatsächlich. Und aus dem Grund habe ich halt immer das Gleiche gekocht. Klar, es hätte vielleicht ein paar... 5, 6, oh, alle meine Holzplanken. Es hätte vielleicht ein paar Besonderheiten bringen können bezüglich mehr Punkte. Aber... Bis jetzt war das Aufleveln
aktuell auch noch nicht wirklich 100% wichtig. Wir haben Stufe 8 und wir sind gut durchgekommen mit allem. Obwohl wir nur Stufe 8 haben. Und jetzt wird das Ganze echt interessant, muss ich sagen. Ich finde es wahnsinnig interessant, das mit dem Restaurant. Und vor allen Dingen interessiert mich, was wir hier noch mehr machen können. Wir müssen ja immer noch den Vogel töten. Loswerden. Natürlich würden wir den niemals töten. Ist ganz klar. Doch, das ist wahrscheinlich die geheime Zutat für unser Spezialrezept im Restaurant. Schreisteak. Einerseits von einem schreienden Vogel und andererseits ist das Essen so gut, dass du schreien möchtest vor lauter Glück. Seht ihr? Ich arbeite im Marketingbereich, man merkt's, ne? Nein. So ein Schwachsinn würde ich marketingmäßig, glaube ich, nicht fabrizieren. So, wir haben ein... Da. So, Kundentische. Zwei Stück. Genügend Abstand halten, genau. So. Ich wollte ihn drehen, das ging nicht. Ich habe gerade versucht, ihn zu drehen. Das ging, war nicht möglich. Okay. Warum kann ich die nicht drehen? Habe ich was falsch gemacht? Wartet mal. Ich glaube, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das könnte sein. Moment. Ach, ist jetzt egal. Machen wir es halt so. Ist auch gut. Hier, zwei Tische. Sehr schön. Guck. Sehr, sehr gut. Ich bin zufrieden. Wieso da eine schon halb abgefackelte Kerze draufsteht und ich keine frische genommen habe, wenn ich schon neue Tische dahingestellt habe, weiß ich nicht. Macht den rustikalen Charme aus, oder? So. Und jetzt? Muss ich wieder mit Mitrielle reden? Dafür, dass sie meine Angestellte ist, muss ich ihr ganz schön viel Rechenschaft ablegen, ne? Guck, sie geht hier die Bücher durch und alles Mögliche. Oh Gott, ich muss gleich niesen. Nein, Toffi, verkneif's dir. Nicht niesen. Wir sind mitten in einer Aufnahme. Reiß dich zusammen. sie geht hier die ganzen Bücher durch. Weißt du, unsere Finanzen auch so, weißt du? Die ganze Zeit am Fressen, da sind die Geräte noch übrig, das Geld zählen. Und ich bin hier der Chef und muss arbeiten, weißt du? Das sollten die Grundlagen sein. Sehr gut. Als nächstes legen wir unseren Fokus auf... Ist da jemand an der Tür? Der scheint besoffen zu sein. Wir haben noch keine Schanklizenz. Sie müssen woanders saufen und kotzen gehen. Wer ist das? Gehört er zur Mafia? Torapio meinte doch, er würde uns in Ruhe lassen. Woher soll ich das wissen? Du könntest ihn fragen. Ich? Es ist dein verdammtes Restaurant. Du machst das. Du bist meine Angestellte. Los, mach dich mal nützlich. Hallo, Sir. Sind Sie hier, um etwas zu essen? Du bist das Torapio-Besitzer. Das richtig? Das könnte man sagen, ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Also, kann ich behilflich sein, oder? Ja, oder nein. Du brauchst hier meine Hilfe. Tue ich das? Ja, weil du eine gefährliche Welt vorträgst, mein Freund. Eine Welt der Tyrannen und Piep. Piep, piep. Das könnte man jemandem auf der Straße sagen, die würden alle zustimmen, besonders die Tyrannen und piep, piep, piep. Stimmt. Du leidest aber auch was zu Ruhe am Brust, ja. Du wirst es in dieser Welt nicht einfach haben. Es sei denn, du fürchtest der Wahrheit. Ist das eine religiöse Sache? Religiös? Du verstehst mich falsch. Ich bin kein Freund von Kanzeln jeglicher Art. Ich bin nicht mit der physischen Wahrheit hier, sondern mit der weltlichen Wahrheit des Alltags. Und die Wahrheit findet sich in gewöhnlichen Menschen wieder. Ich komme nicht ganz mit und ich habe Schnupfen. Es tut mir leid, Leute. Ganz einfach. Du führst ein Restaurant und natürlich willst du dieses Restaurant
verbessern. Natürlich. Und weißt du, was du verbessern willst? Wie du deine Stärken ein bisschen aus sich machst. Ich könnte der Kritikervereinigung zuhören. Nein, die Kritikervereinigung kann dir nicht helfen. Die versteht die Wahrheit des Volkes nicht. Wenn du aber deinen an den guten alten Vollzeug glaubst, wird sich alles zum Besseren wenden. Aha. Der vernünftige Weg ist also, die Meinung anerkannter Experten zu ignorieren und stattdessen einem wildfremden, wahrscheinlich betrunkenen Typen zu glauben, der komisch und verwirrend daherredet. Genau das ist es. Du hörst aber nicht nur einer Person zu, ne. Du hörst allen zu. Aha. Du kannst mir vertrauen. Ich kann dafür sorgen, dass du eins zu den Leuten bist. Und es kostet dich kein einziges Kudo. Willst du mehr erfahren? Ja, lass mich raten. Jetzt kommt gleich Comedy-Gruppe. Was hast du zu verlieren? WhatsApp, geil, geil, geil. Lamborghini. Ne? Oh, Entschuldigung. Naja, ich... Vitriel, komm, hilf mir doch mal, du unnütze Person. Okay. Gut, gut. Komm mal im Büro nebenan, sobald du Kunden hast. Dann machen wir gute Geschäfte und kämpfen den guten. Ich freue mich drauf. Also, das war eigenartig. Also, sind wir jetzt Partner mit einem vollgradischen Sonderling? Keine Ahnung. Ist nicht so, als wären wir in einer Position, die Hilfe von irgendjemandem abzulehnen. Möglich. Bringt uns aber nicht viel, wenn wir keine Kunden haben. Sowas, so, was sollen wir tun? Ich glaube, wir sollten die Initiative ergreifen. Geh los und... nicht sicher. Vielleicht kannst du anderen im Bezirk helfen. Stelle dich den Nachbarn vor und versuche, sie auf deine Seite zu bringen. Vielleicht erwidern sie den Gefallen und besuchen uns. Ich soll also herumrennen und Dinge erledigen, damit die Leute gewillt sind, aus Mitleid hier zu essen? Die eine Hand wäscht die andere. So läuft das in Concordia. Ja, nur schade, dass wir das beim Wappen nicht übernommen haben. Auf geht's! Ich bleibe hier und kümmere mich um die Küche. Ich sorge dafür, dass die Kunden bedient werden. Los, jetzt! Interessanterweise habe ich ja gar keine Sachen hier in meiner Küche, ne? Also ich habe keine Vorräte, sodass sie halt sich um die Küche kümmern könnte. Was will sie kochen? Luft und Liebe? Heute servieren wir einen Hauch von Luft. Das Essen ist so fantastisch locker leicht, dass man es gar nicht sehen kann. Ha. Und ein Klecks Spucke dazu, damit es besser flutscht. Okay, ja gut, das heißt, die Nachbarn kennenlernen. Ich sollte in der Stadt umherlaufen und mir einen Namen machen. Vielleicht sollte ich auch mit alten Bekannten sprechen. Oh, das heißt, wir können jetzt auch wieder mit den anderen interagieren, zum Beispiel mit dem älteren Pärchen oder... Ich lasse jetzt mal Birch absichtlich hier, damit ich ein bisschen besser mich umsehen kann. Mit Birch ist man doch ein bisschen sehr schnell unterwegs, sodass man kaum was erkennen kann. Hier zum Beispiel... Ich nehme mal Ratte mit. Die gibt's morgen zum Essen. Und die Schwänze schmeißen wir nicht weg. Die geben wir zum Rattensteak, geben wir keinen Schwanz dazu, aber der wird dann später am nächsten Tag dann beim Ratteneintopf verwendet. Damit der ein bisschen besser schmeckt, weißt du? Da wird der Schwanz ein bisschen durchgekocht. Und dann, wenn der Schwanz durchgekocht ist, benutzen wir am wiederum Folgetag, den als Spaghetti. Nein, wir machen auch normale Spaghetti, aber wir mischen die Rattenschwänze drunter. So sparen wir uns einige Nudeln und wir verwerten die Rattenschwänze ein drittes Mal noch. Weißt du, die Ratten, erst Rattensteak, dann Rattensuppe Einlage und dann halt eben in die Nudeln noch mit drin. Ich sag ja, wir sind ein Restaurant, das nachhaltig ist. Heutzutage ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit. Nicht wahr, Orksemann? Guten Tag. Wie ich sehe, hast du Angelzubehör. Ich denke, das könnte nützlich sein. Wie viel willst du dafür haben? Okay, 500 Escudos für eine Angel. Verstehe. Ich nehme sie. Hast du gerade mit dir selber gehandelt? Also, kannst du mir zeigen, wie man sie benutzt? Verstehe. Reizend. Vielleicht kann mir ein anderer Fischer die Grundlagen erklären. Okay, ich habe eine Angel.
Übrigens habt ihr mir in den Kommentaren geschrieben, dass Angeln in diesem Spiel scheint sehr, sehr, sehr schwierig zu sein. Zumindest auf der PlayStation oder PC-Version oder ich weiß es nicht. Wurde mir auf jeden Fall in den Kommentaren so gesagt, aber jemand anders hat gemeint, ja, geht schon irgendwie. Toffi kriegt das schon hin. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege. Aber dafür müssen wir offensichtlich erstmal die richtige Person finden. Ach, guck an. Unser... Ich nenne sie gern Brüstchen. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Hat offensichtlich wieder geöffnet. Oder zumindest kann ich mit Scrubber reden. Hallo, Zest. Geht es dir gut? Mir geht's gut. Freut mich, dass du es geschafft hast, den Laden wieder zu eröffnen. Hab gehört, dir gehört jetzt die Binkornio. Ich möchte Torapio irgendwie... Ich mochte Torapio irgendwie, aber nicht für... ungut. Aber nichts für ungut. Mit so einem Temperament war es nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert. Ich fühle mich immer noch ein bisschen schuldig wegen dem, was mit ihm passiert ist. Er wird es schon schaffen. Er ist die Art von Kerl, die Widrigkeiten die Zähne einschlägt. Das kann ich mir vorstellen. Wenn du mal bei mir vorbeischauen willst, bist du herzlich willkommen. Bei dir vorbeischauen? Ich glaube nicht. Ich meine im Restaurant. Ich weiß, dass du das Restaurant meinst, Idiot. Es ist nur eine Frage des Prinzips. Mir gehört dieses Etablissement hier. Aber alle Speisen, die du servierst, sind Snacks. Wir sind nicht wirklich Konkurrenten. Es geht nicht um Geld, sondern um Stolz. Ich würde nur in ein Restaurant gehen, wenn ich weiß, dass sie darin besser kochen als ich. Okay, ich weiß, worauf du das hinausläuft. Ist dir wirklich so langweilig? Vielleicht ist es das. Also gut, wir werden eine kulinarische Schlacht haben, aber keine verrückten Wetten. Es ist nicht so, dass es mir Spaß macht, mein gesamtes Hab und Gut für jede kleinliche Dummheit dieser Stadt zu verwetten. Nein, nur ein kleiner freundschaftlicher Kampf ohne Verpflichtungen. Ich hatte nicht gedacht, dass es irgendwelche Verpflichtungen geben könnte, bis du ohne Verpflichtungen gesagt hast. Ich dachte, es würde dich trösten, dass ich manchmal ein bisschen zwielichtig bin. Du denkst also, wenn ich dir misstrauen würde, würde ich aufhören, dir zu misstrauen, nur weil du mir sagst, dass man dir vertrauen kann? Okay, ich sehe hier einen kleinen Logikfehler, aber das ist nur ein dummes Spiel zwischen dir und mir. Sei doch nicht so. Ich glaube nicht, dass wir heute noch Zeit für ein Duell haben. Ich glaube, vielleicht ein anderes Mal. Das können wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und dann das nächste Mal machen. Aber die Zeit ist jetzt auch nicht mehr ganz so lang. Ich meine, wir haben schon 7 p.m. hier in diesem Spiel. Der Tag ist auch schon wieder bald vorbei. Und wir sind ja auch schon bei über 20 Minuten. Das Duell würde wahrscheinlich wieder ein bisschen länger gehen. Und ich möchte nicht mein gesamtes... Das ist schon wieder der tanzende Baum. Oh, der ist schön. Ich möchte nicht mein gesamtes... gesamtes Hab und Gut... Was ich jetzt gerade gesammelt habe, wieder auf die Probe auf Dings stellen, hier meine ich, nicht auf die Probe. Ihr wisst, was ich meine, Mann! Das ist ein sehr gerissener Schenk-Test-Sister. Ich gebe eine sauberhafte Belohnung für dich. Wenn du schaffst, die Dörfer zu schlagen. Eine Belohnung? Was? Vielleicht werde ich das. Wie viel ist es? Für dich? Nix. Nichts? Du bist der Testtyp von dem Specksack, der seine Wille eingezogen. Ich perspektiere diese Art von Mut. Ich habe selbst viel zu lassen, meine Art, dir meinen Speck zu beweisen. Nun, danke. Dankeschön. Der Name ist Krack. Nimm den Hammer und probier's aus. Darf ich meinen eigenen Hammer benutzen? Ein Gemüse, was? Sei mein Gast. Dann wollen wir mal loslegen. Wo soll ich jetzt hämmern? Die auf dem Kopf? Oder? Ach, da. Stärker. Vielleicht könnte ich meinen Hammer dafür benutzen. Okay, warte mal. Dann schauen wir mal ganz kurz. Den habe ich nämlich tatsächlich noch nie, also noch nicht wirklich benutzt. Ui. Instant richtig gemacht. Und der ist festgesteckt. War der klebrig, der Hammer? Mensch, Zest, was hast du denn wieder drauf geschmiert? Hey, Strohsack, du hast es geschafft. Du hast hier den Preis verdient. Toll. Was ist das? Ein großartiger Hut. Hier. Ein gehörnter Helm. Ist das ein Zwergenhelm? In der Tat, aus meiner Heimatstadt. Du bist etwas groß für einen Zwerg. Den Zwergen gehöre ich nicht an, der Kultur jedoch schon. Musste allerdings die Mühlen verlassen. Ich übte es, aber es war ein ständiger Kampf. Ich musste mich gefühlt immer zwischen Rücken und Kopfschmerzen entscheiden. Verständlich.
Du hast dir aber den am wenigsten zwergischen Ort in ganz Fulgu ausgesucht. Hab noch keinen einzigen gesehen. Ja, ist mir klar. Die mögen das warme Wetter nicht sonderlich. Trotzdem tauchen regelmäßig Vorratskarawanen auf. Weißt schon, Zeug wie Materialien für Schwerindustrie und oder örtliche Zweigstellen des Gimschi-Imperiums. Auf jeden Fall mal. Danke, Grack. Dankeschön. Komm zurück und versuch es erneut, wenn immer du willst. Krieg ich was dafür? Ich meine, ich habe ja jetzt schon eine Belohnung bekommen, oder? Von dem her? Reicht doch. Ich glaube ehrlich gesagt doch nicht, dass ich wirklich groß noch was bekommen würde. So. Dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Ich muss meinem Vogel endlich mal was zu essen geben. Der wird mich sonst verlassen. Der guckt mich irgendwann mit dem Arsch nicht mehr an. Ich hatte doch vorhin so eine Idee, mit Kuhscheiße irgendwelche Rezepte zu machen. Ach, für den Strauß wird das schon gut genug sein, oder? Vielleicht mag der das ja auch. Nach was schmeckt wohl Kuhscheiße? Entweder nach Gras oder nach Wasser. Ich meine, was anderes nehmen die ja nicht zu sich, oder? Ja, eben. Vielleicht schmeckt Kuhscheiße wirklich nach Gras. Das muss ich mal recherchieren. Vielleicht finde ich irgendwo einen Artikel im Internet über Kuhscheiße. Ja, gut. Dann würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich den Rest des Tages hier in diesem Spiel noch ein kleines bisschen verweilen, um ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ich schalte das nächste Mal wieder ein, wenn wir in unserem Restaurant hoffentlich ein paar Kunden bekommen und natürlich weiter Duelle annehmen. Vielleicht schon das nächste Mal mit Scrubber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.